Zu den Reichsbürgern gehören viele unterschiedliche Menschen und Gruppen. So verschieden wie sie sind, haben alle Reichsbürger aber eine Gemeinsamkeit. Sie sind gegen Deutschland. Genauer gesagt, gegen die Bundesrepublik Deutschland und das politische System. Das bedeutet, Reichsbürger finden es zum Beispiel nicht gut, dass Deutschland eine Demokratie ist. Das heißt, dass Menschen mitbestimmen dürfen, zum Beispiel durch Wahlen. Sie akzeptieren außerdem die Gesetze und Regeln, die in Deutschland gelten, nicht und meinen, dass sie sich daran nicht halten müssen. Einige Reichsbürger wollen Deutschland, so wie es jetzt ist, komplett abschaffen und ein neues Deutschland erschaffen. Zum Beispiel eine Art Königreich, in dem ein König das Sagen hat und in dem ihre eigenen Regeln gelten. Manche Reichsbürger sind bereit, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen, um so einen ganz neuen Staat zu erschaffen. Reichsbürger lehnen also den Staat Deutschland, so wie er ist, ab, halten sich nicht an Gesetze und machen teilweise Pläne mit Gewalt, einen neuen Staat zu erschaffen. Das ist der Grund, warum Menschen, die zu den Reichsbürgern gehören, immer wieder von der Polizei überprüft werden.